Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4 Waxed Witches. Und wir haben jetzt 354 Simoleons und wir wollen natürlich uns ein Bett kaufen. Und ich habe gemerkt, wir haben diese Sachen, die hier sind, mitgekauft. Das heißt, wir können die einfach verkaufen und somit ein bisschen Geld machen. Ich dachte, das sei ein leeres Grundstück, aber nee. Also ein bisschen okay, das ist fast zu viel Geld. Aber das Geld war auf unserem Grundstück. Und deshalb können wir jetzt ein bisschen was machen. Da wir hier jetzt Geld holen können. Ich weiß, ist das Cheaten? Ist das erlaubt? Ja, eigentlich ist das ja erlaubt. Ist ja eigentlich ein leeres Grundstück. Ich habe ja nicht möbliert angeklickt. Also ich wusste nicht, dass das so ist. Gut. Dann haben wir jetzt ein bisschen Geld. Dann können wir davon uns eine kleine Hütte bauen. Bett. Toilette. Waschbecken. Kühlschrank. Okay, wenn wir noch einen ziehen. Dann haben wir ein bisschen Geld schon mal. So. Und dann können wir uns schon mal ein Bett kaufen. Ich würde sagen, beim Bett schauen wir schon, dass wir was Teureres nehmen. Und dafür sparen wir beim Rest. Aber dann haben wir wenigstens Grundbedürfnisgeräte, sage ich mal. Und dann brauchen wir noch einen Kühlschrank. Dann haben wir schon mal Essen. Und diese drei Komponente brauchen wir zum Leben. Und für Spaß brauchen wir auch was. Also wir haben so minimale Möglichkeiten schon. Hier. Wir müssen ja irgendwie das Geld auch wieder wegkriegen. Und den und ein Bürostuhl ist vielleicht noch drin, ja. Na, dann nehmen wir ruhig einen teureren. Damit wir wieder bei 3 Simoleons sind. Gut, dann haben wir schon mal hier so ein Bett und können uns hinlegen. Ich denke, das ist schon mal etwas von großer Bedeutung. Dass wir schon mal ein Bett haben. Nee. Sorry, geht nicht. So, dann leg dich mal ins Bett und dann schlafen wir mal. Dann geht dein Schlaf auch wieder ein bisschen höher. Ich denke, das ist kein Cheaten. Wir haben ja jetzt nicht viel Erfolg. Wir haben ja wieder nur noch 3 Simoleons. So. Und für den Garten brauchen wir ja auch Geld. Gut. Du bist ganz okay. Das ist schön. Dann kannst du ja dir mal einen Joghurt nehmen. Das ist das Schöne, diese schnellen Mahlzeiten, die sind immer da. Und dann hast du schon mal einen Joghurt. Danach kümmerst du dich ein bisschen drum, dass du ein bisschen Spaß kriegst. Und danach gehen wir mal auf die Suche nach Gartenkram. Hier müsste so Gartenzeugs wachsen. Da haben wir ja schon mal beim letzten Mal geschaut, also Pflanzen wachsen hier kein Gartenzeug. Jo, sind die erntereif. Alles ernten. Gut, dann ernten wir gleich mal, würde ich sagen. Das ist schön, dass wir schon ernten können. Dann würde ich sagen, erst ernten und danach darfst du an den Computer. So, dann ess mal was. So, super, fertig und im Wegstellen. Wo hast du die hingestellt? Ach, egal, weiß ich nicht. So, ich lasse das mal ein bisschen schneller gehen hier. Dann gehen wir da mal hin und ernten die Chrysanthemen. Oder was waren das? Alles ernten, okay. Ach, da sind auch welche. Okay. Da auch. Gut, hier sind ganz schön viele. Aber das ist doch gut. Ups, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Dann ernte mal ein bisschen. 3 Stück. Chrysanthemen ernten. Die hast du auch geerntet. Oh, doch. Chrysanthemenpflanzen. Nein, nicht ansehen. Doch, kurz ansehen und danach Chrysanthemen ernten. Und Chrysanthemen ernten. Und was wächst da? Gänseblümchen. Zitronen ernten. Alles klar. Hier wächst ganz schön viel. Cool.
Chrysanthene ist eine wilde Pflanze, ja, richtig. So, dann schauen wir mal. Da erntest du auch. Das machst du super. 12 Chrysanthemen haben wir schon. Und gleich auch noch ein paar Zitronen. Gut. Dann können wir hier mal wieder zu unserem Grundstück gehen und die mal setzen. 110, eine Chrysanthene. Okay, da haben wir echt Kohle, Scheffel, Pflanzen gefunden. So, die Zitronen brauchen ein bisschen mehr Platz. Wann sind die? Saison? Sommer und Herbst. Perfekt. Dann pflanz mal. Das gibt Gartenfähigkeit. Das ist auch gut. Was ist das? Steht gar nichts, wann das ist. Gut. Dann pflanz mal ein bisschen. Wir haben hier schon unsere Fähigkeiten so. Aber Gartenfähigkeit muss mehr trainiert werden. Denn Garten wird ja auch früher oder später deine Geldgrube sein. Und Herbst auch. Das heißt, wir werden jetzt hier super ernten können. Und später können wir auch dann ein Gewächshaus haben und so. Okay, das fördert nicht die Gartenarbeit. Interessant. Gut, dann pflanz mal alle weg. Macht dir das keinen Spaß, sie zu pflanzen? Anscheinend nicht. Nee. Das macht ihm anscheinend keinen Spaß. Gut. Ah, die machen das so im Wechsel. Interessant. Ich mach mal ganz schnell. Oder warte mal, ein Screenshot. Wir bauen ja auch noch ein paar Screenshots. So, perfekt, das hätte ich. Und dann darfst du die restlichen noch eben ganz schnell machen. Und den auch noch. Da ist auch eine Zitrone, da ist auch noch eine. Levelaufstieg, Level 2 der Gartenfähigkeit. Was kann er denn damit machen? Kann am Computer Garten arbeiten? Gut. So, alle gießen. Dann fangen wir an mit dem Gießen. Das ist sehr gut, wenn du gießt. Dann pfleg mal deinen Garten. Denn den Pflanzen soll es ja gut gehen. Nee, wir haben keine Zeit. Jäten können auch nicht düngen. Wir haben nichts zum Düngen da. Und die wachsen schon. Oh mein Gott. Okay, krass. Die wachsen jetzt schon. Okay. So, dann macht das mal ein bisschen schneller. Das macht ihm immer noch keinen Spaß. Hier, seht ihr die doch mal an. Erforscht die doch mal. Das macht doch Spaß, oder nicht? Macht dir der Garten echt keinen Spaß? Schade, ich habe gehofft, er macht das und hat da Spaß dran. Nee, anscheinend nicht. Spaß sinkt sogar. Gut. Dann lass mal ein bisschen schneller machen. Danach isst du was. Achso, du spielst Gitarre zum Spaß. Und danach machst du das und danach machst du das. Ah nee, Hygiene können wir gar nichts machen. Was musst du denn... Level 2 der Charisma-Fähigkeit, okay. Dann brechen wir das mit dem Erforschen ab. Nein, Ulrike Faust, tschüss. Dann fangen wir an, hier ein bisschen Gitarre zu spielen. Okay, das macht ihm Spaß, das ist doch gut. Super Bilder. So, das muss auch ein bisschen schneller gehen. Unwohl, warum? Überhitzt. Ach, das geht schon. So, dann gehst du mal auf Toilette. Und danach musst du mal ein bisschen Rede üben. Gut, das machen wir jetzt mal. Gegessen hast du noch nicht. Macht nichts. Du übst erstmal deine Rede. Gut, ja, das klappt. Achso, Level 2 der Charisma-Fähigkeit. Ja, die haben wir ja. Gut, nee, dann brauchst du keine Rede üben. Dann kannst du jetzt das machen, wo du Bock drauf hast. Ist das nicht toll? Ja, du kannst das machen, was du willst. So, ja, ein bisschen Spaß kriegen.
Ja, das ist gut. Oh, jetzt hängt es ein bisschen, es laggt. Frame-Einbruch oder so, ja. Ich glaube, dann musst du einfach mal an den Computer gehen und einfach mal hier Big Block spielen. Oder wie heißt das? Big Block? Spiel spielen? Blick Block. Ah, Blick Block. Das macht man. Danach isst du was. Gut. Okay, das hilft dir auf jeden Fall. Da kriegst du auf jeden Fall Spaß bei. Das ist gut. Sehr, 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 sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das reicht schon fast. Ja, wir hätten Geld für eine Dusche haben müssen. So. Okay, dann ess mal was. So, hör mal auf und dann ess mal was. Super, denn dann verkaufen wir den direkt. Denn wir brauchen eher eine Dusche als hier so ein blödes Teil. Da können wir besser duschen als ein Spiel spielen. Wollen wir eine teure Dusche nehmen? Nein, wir nehmen die billigste, die es gibt. Denn ich würde schauen, ob wir ein Mini-Gewächshaus bauen können. Okay, das wäre das kleinste Gewächshaus, was wir bauen können. Okay, nein, wir haben absolut kein Geld, aber da kommt irgendwann mal ein Mini-Gewächshaus rein. Okay, gut. Wann sind die Zitronen in der Saison? Sie sind in der Saison. Gut, dann ess mal. Kein Problem, Joghurt essen. Danach kannst du mal duschen. Danach kannst du mal sozial. Na, sozial ist nur nicht dein Bedürfnis aktuell. Gut. Dann ess mal schön und ess und ess und ess. Ja, dann müssen wir mal schauen, was wir hier danach machen können. Ja, Wax Riches dauern immer ein bisschen, aber ich denke, die nächste Folge werde ich erstmal dann machen, wenn wieder was Spannendes passiert, denn sonst ist das irgendwie auch immer ein bisschen langweilig. Und ich würde sagen, heute mal eine kurze Wax the Riches. Wir haben einen Garten angepflanzt und in der nächsten Folge werden wir dann hier zum Auftritt gehen. Und das wird auch spannend. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Macht's gut. Habt einen schönen Tag und